Ein Fototrog haben wir ja, ne? Was? Ein Fototrog. Nee, habe ich noch keinen gebaut. Okay. Ich suche, wie gesagt, gerade diese Scheißviecher, aber ich glaube, ich komme gleich wieder zurück. Weil es hier einfach ums Verrecken keine gibt. Da prügelt sich gerade ein Kanosaurier mit dem anderen komischen Vieh. Alter, was ist das denn? Ah, so ein Frosch, geil! Die sind richtig cool. Ja, sehe ich auch gerade so. Aber hier gibt es so viele Krokodile, ey. Lol, so ein weißer Frosch. Ist das geil, den möchte ich haben, bitte. Ah, geil. Ich kann den wirklich aufnehmen und mitschleppen, ne? Echt jetzt? Ja. Cool. Wieso geht das nicht? Muss ich das so? Warum kann ich das nicht sortieren? Doch. Beelzebufo. Sind die geil, ey. Oh Gott. Okay. Was denn? Ja, ich kann nicht mehr diese Ordnersicht anzeigen lassen, wo ich dann gezielt suchen kann. Ich muss mich hier immer durch. Na toll. Keine Ahnung, was das soll. Wenn ich wüsste, wie das heißt. Ah, hier ist, könnte Metall sein. Ach geil, okay. Ich habe einen Frosch dabei, das freut mich schon wieder. Ey. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die Spaß machen. Hä? Habe ich das Ding überhaupt nicht gelernt? Eigentlich müsste ich es gelernt haben. Hast du überhaupt was gelernt, Mann? Okay, hier sieht's aus, als könnte ich mich hier vergnügen und auslassen. Boah, ist das nervig, ich gucke jetzt hier. Wie heißt denn das? Hier, Feeding Through. Habe ich doch gelernt. Dass ich das nicht hier direkt raus. Feeding Through. Kann ich das auch suchen? Ach, kacke. Ach, das geht sogar. Cool, du kannst oben eingeben einen Namen. Oh Gott, ich brauche Thatches, Fiber und Metal. Alter, die Zunge von dem Vieh. Ja, ist das, das ist aber ein Fleischfresser, oder? Der Beelzebufo. Glaub ja. Oh nein, jetzt bin ich unconscious. Fuck! Weil der mich mit seiner Zunge getroffen hat. Boah, wieso bin ich... Boah, aber ich bin gut unconscious, ey. Da kannst du auch nichts gegen machen, ne? Gegen den Torpor. Nee. Oder nur bedingt wahrscheinlich. Wirklich. So. Klamotten könnte ich mir mal ziehen. Sehr cool. Na los, wach auf. Alter, ich habe sogar Crystals. Bevor das Vieh hier aufwacht. Ach nein, ich habe keinen. Oh, ein Zettel. Ach, scheiße, ich habe keine Tranks dabei. Verdammte Kacke. Was habe ich denn jetzt weggelegt? Alter Schwede, diese Verpeiltheit ist abartig. Ich hab was weggeschmissen? Ach, naja, gut. Dann tun wir mal. Die Idee war halt gut, die Umsetzung war mal wieder schäbig. Jetzt kommt ist die Frage, wo ich mich gerade befinde. So, ich möchte es doch theoretisch auf. Oh nee, ey. Dann tun wir das mal kurz hier rein. Zwischenlagerern. Okay. Und
theoretisch. Also ich habe nichts gefunden. Habe auch nichts erreicht, deswegen bewege ich mich mal wieder zurück zu dir. Ja. Oh, jetzt fehlt mir Fiber, es ist doch zum Kotzen gerade. Also hier gibt's echt nichts von dem Zeug. Ich finde gar nichts. Nur Scheißfliegen und keine Ahnung. Das da unten sind alles diese komischen Fische, dann Piranhas gibt's en masse. Ach Kacke, ey, da müssen wir uns was überlegen, ey. Ich meine, dass ich vorhin schon welche gesehen habe. Ich gehe gleich auch mal gucken. Ja, ja. Aber ich bin nach von uns aus gesehen nach Osten bin ich geflogen. Kannst du mal nach. Ich bin aber in beide Richtungen. Es gab in beiden Richtungen nichts. Ja. Ich einmal mit dem T-Rex unterwegs war und einmal hier mit dem Spitfire jetzt. Ich will jetzt mal so hochfliegen und so ein Dingvogel sehen. Aber das ist keine Garantie, ne? Wahrscheinlich. Nee, das kann das vielleicht auch eher in Berggegenden, so okay. in der Richtung. Aber kann es schon sein, dass du einen siehst. Wer weiß. Wie hoch muss ich da ungefähr fliegen? Ah, die sehe ich vom Boden aus nicht, ja, ne? Ja, doch, kannst du, glaube ich, schon sehen. Müsste gehen. Okay. Also so direkt sehe ich da jetzt erstmal nichts. Aber gut, vielleicht finden wir ja noch einen auf unserem Weg. Was genau wollte ich jetzt eigentlich noch? Ah ja, genau. Da hinten ist unser Vulkan. Okay, Wood, kein Problem. Ja, okay, Metal. Metal. Nein, jetzt haben wir nur Metal Ingots hier drin. Nein. Wir haben kein Metal mehr. Also es gibt echt sau viele Fische hier, ne? Aber von diesen kleinen Scheißern. Doch, vielleicht hier vorne beim Spino. Aber ne, hier sind auch nur Fische. Oder? Ah, ich will nicht ins Wasser dippen. Das endet bloß wieder tragisch. Also an Fischen, Megalodons und allen möglichen anderen Scheiß mangelt es hier nicht. Aber Affen habe ich keinen gesehen. Also zumindest die großen, die Menschenaffen nicht. Habe ich gesehen schon, sogar Babyaffen. Ja, Babyaffen, also die kleinen habe ich schon gesehen auch, aber... Ja, ich denke mal, dass die einfach nur an speziellen Orten sind. Hier ist halt halb so viel los wie auf Cracky Server. Ja, wenn stimmt. Du willst, kann ich ein klein wenig hochstellen. Das ist kein Ding. Können wir machen. Nee, passt schon. Finden wir schon. Ist jetzt halt, ja genau. Bin, halt auch bin nicht so enttäuscht jetzt, aber... ja, ich bräuchte ein klein wenig Metal. Wegen... Reines Metal? Wegen dem Feeding Throw. Ja, das ist ganz normale, ja. Oh, 8 Stück brauche ich da aber auch nur. Da habe ich, glaube ich, keins mehr. Nee, 1 habe ich. Okay. Kacke, 1 habe ich. Genau. Ach cool, jetzt haben wir hier den richtigen Fabricator. Ach ja. Soll ich noch ein Level up machen? Und zwar. Natürlich auch ein geiles Ding. Achso, da fehlen mir noch 4. Boah, ein Industrial Grill. Achso, ich wollte hier ein Ding bauen, einen Generator. So, mein Lieber. Wo war denn der Generator? War ich 24? Ja, komm, da warte ich. Ich baue uns jetzt mal ein kleines Bootshaus.
Okay. Mit dem, ja, aber nur mit dem Schrott, den ich da in so einem Ding gefunden habe. In so einem Spawn-Ding da. Das ist nur so eine 1-auf-1-Hütte. Aber ist ja egal. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier sich noch so entwickelt auf unserem Server, wenn dann die anderen noch mit dazukommen. Bin ich echt mal gespannt. So. Na, komm. Wunderschön. Ja, das wird sicherlich cool. Da bin ich mir recht sicher. Ja, das schätze ich auch. Und morgen, also von vor 2 Wochen, bin ich dann auch im Livestream wieder mit dabei. Haha, das bringt euch jetzt wahrscheinlich grandios viel, weil der Livestream dann schon Monate, Jahre zurückliegt. Aber das wird, glaube ich, auch nochmal lustig. Ich finde es schon auch cool im Livestream, ey. Das macht schon auch Spaß. Das ist richtig geil, ja. Nochmal ein bisschen was anderes als so. Obwohl ich das hier eigentlich auch ganz gut finde, weil du kannst halt länger über Themen reden, finde ich. Das bringt halt dann... Das stimmt, ja. Das ist halt mehr Tiefe irgendwie. Livestream ist eher so spontan lustig, okay, aber so richtig Tiefe haben dann so die Sachen hier. Ja. Was pimmelst du da hinten rum und klopfst auf Steine? Ja, ich brauche doch 8 Metall. Du Pimmler. Ah, da, 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 da. Wo ist denn... ich hatte es doch gelernt. Da ist es. Craft-Item. Inventory-Items. So, Nummer 6. Piratenbude. Arr. Wie wunderschön dieses Mammut aussieht. Es ist einfach nur der Wahnsinn. So schön. Es ist so wunderschön. Oh ja. Es ist so Glücksbärchen-Style, ne? Mammut EU. Also ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Viertelstunde. Okay, und dann? Nee, Feierabend. Für immer? Für immer, immer? Für immer, immer? Labert. Ja, nein. Ich will da nur Metall. Du musst metallische Lieder singen. Ja, musst du wirklich. Kein Scheiß. Das erkennt Ark über den Mikrofoneingang. Oh ja. Und spawnt dann tendenziell mehr Metall. Wenn Ark das könnte, würdest du die ganze Zeit nonstop tot umfallen. Gar nicht. Bin der beste Ark-Gamer der Welt. Sagt auch Red Hell immer. Ich bin vielleicht nicht der Beste, ja? Aber ich bin der Schuldner, vielleicht auch nicht. Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich bin immerhin besser als alle anderen. Ja, genau. Was dich dann ja zum Besten macht. Zum Besten bisher. So. Holz. Gruß an dich. Danke. Von wem? Von wem? Von Cutter. Von Katalysator. Was? Oh mein Gott. Warte mal, ich muss mal gucken. Obwohl, theoretisch, wir haben jetzt gleich 1 Stunde. Ich würde sagen, wir machen noch 5 Minuten. Okay. Dann haben wir ganz genau Dings. Okay. Ja, wir könnten nächste Woche echt gleich wieder aufnehmen, weil wir sollten die Base jetzt hier nicht verkommen lassen. Okay. Ja. War nicht jetzt ernst irgendwie? Ja, können wir machen. Weil da, wenn deine Freundin weg ist? Ja, stimmt, ne?
Dann habe ich. Also ich sag dir, Ja, wir quatschen da einfach mal drüber. Morgen dann beim Stream weiß ich ja, wann ich studieren muss. Das stimmt, ja, tatsächlich. Können wir morgen ausmachen dann. Ich hätte jetzt nur gern den Futtertrog fertig, damit die bis morgen hier nicht verrecken. Ich habe 3 Metall. Ich gras hier jeden Stein ab. Wieder ein Metall. Yes! Wuhu! Hey! Boah, krass, der Stein geht ab. Der Stein der Weisen. Dürfte ich es doch bald haben, ne? Lalalala. Ich hab jetzt 6, du hast auch nochmal einen. Also, nee, das reicht noch nicht. Ich hab 6, du hast einen. Haha. Yeah. Okay. Ah, okay. Jetzt hab ich. Oh, der Stein ist gut. Ist der Weise? Ja. Boah, der war mit 4 oder 5 Metall drin. Which is nice. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Mauern hier drum gebaut, aber ich hoffe jetzt mal. Sie haben uns keine Mauern gebaut. Nichts passiert soweit. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind schon. Zur Not, du bist ja eh Gott. Auf dem Server zumindest. Oh ja. Dann ist es auch nicht so problematisch. Sollte mal irgendein Dino aufgrund von Dummheit. Ja, ich schaue in meine Richtung. Umkommen. Oh Gott, ja. Ja. Oh Mann, was fehlt denn jetzt? Wood, einfach noch Wood, alles klar. Endlich. Es gibt da einen Mod, da kannst du einen Refrigerator kreuzen mit so einem Feeding Through, mit so einem Trog. Ja, und dann schließt du da Strom an und dann wird die Nahrung, die da drin ist, wird dann nicht schlecht. Geil. Den werde ich uns wahrscheinlich auch noch holen. Den nieden wir dringend. Ja, wo baue ich denn das jetzt am besten hin? Wenn wir Tiere hier haben, dann erstmal hier hin und irgendwann machen wir dann bauen wir die Tiere eh woanders hin. Schmeißen wir hier mal Fleisch rein. Ach, ich bin so stolz auf dich. Morgen wird studiert. Zum ersten Mal. Wahrscheinlich, oh, ja. Du besäufst dich morgen, glaube ich, nur. Wieso? Der erste Tag an der Uni, hallo. Ich hoffe, dass ich alles richtig mache dort. Du kannst nicht so viel falsch machen. Ja, die Informationen werden mich wahrscheinlich ziemlich erschlagen. Das kann sein. Das kann am Anfang ein bisschen überfordernd wirken, ist aber eigentlich. Ja, guck dir doch mal an, wer alles studiert hat, ne? Weißt du? Ja, aber das sind halt so viele spezielle Sachen. Und du weißt du, wenn du. Das ist eine Art und Weise zu lernen, die man so auf dem Gymnasium noch nie hatte. Und da musst du halt auch erstmal gucken. Da musst du halt selbstständig Bücher holen, musst halt schauen, wo du deine Informationen herkriegst. Es gibt keinen Lehrer mehr, der dir sagt: Ja, dann machst du jetzt das, dann machst du jetzt das. Gibt's nicht mehr. Das wird schon eine Umstellung. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist auch, finde ich, vernünftiger als im Gymnasium jetzt zum Beispiel. Ja? Ja, freilich, weil du halt auch, wenn du wirklich erkennst, dass was für dich sinnlos ist, dann kannst du es auch lassen halt, ne? Du musst nicht jeden Scheiß mitmachen. Ja klar, was ich halt ein bisschen Bammel davor habe, ist halt auch vor diesen ganzen Tutorien und dem ganzen Scheiß. Sind die bei euch halt, Pflicht? Ja, es gibt Pflicht, Pflichtdinger. Bei uns gab es für Mathe immer. Gut. Also, wir wären eigentlich soweit. Ja. Ich gucke hier auch morgen irgendwann dann mal noch auf den Server und guck, dass hier alles versorgt. Das kannst du ja auch ab und zu mal reingucken. Genau. Ach cool, du baust da unten schon. Ja, ich habe so ein paar. Das ist ja geil. Bisschen Holz rum. Cool. Rumflacken gehabt, da dachte ich mir, ich baue mal. Ja, hättest du ein bisschen höher machen können. Ja, ja, das mache ich schon. Ja, mach ich. Okay, Leute, ich muss zu meinem Schatzi. Ja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, tschüssi. Ciao.